In einer ganz anderen Ecke Saarbrückens hat Joachim Güth, unser streitbarer Denkmalschützer, etwas entdeckt, was ihn zur Weißglut bringt. Und das hat auch was mit Zäunen zu tun. Hier auf dem Wackenberg in Saarbrücken hat Joachim Güth ein neues Ärgernis gefunden. Es fällt einem der Kopf ab, wenn man das sieht. Dieser Zaun ist unzumutbar. Es provoziert die Leute, für eine Zweiklassengesellschaft. Das ist so richtig wie Kitsche. So hat auch ein Kitsche, nimmt sie das nicht aus. Ein Privatmann hat Sozialbauten in der Rubensstraße gekauft. Er lässt die Häuser renovieren und hat einen Zaun um sein Areal gezogen. Seit 29 Jahren wohne ich auf dem Wackenberg. Ich finde dieser Zaun asozial. Die älteren Leute, was von der Grünewaldstraße kommen, die müssen hier rumgehen. Die können da nicht mehr durch. Na, wenn sie zum Einkaufen wollen, in ihren Platz, müssen sie hier lang und dann da hoch erst. Na? Und die Kinder auch, die müssen immer rundherum laufen. Mit Pflaster und Verbundsteinen ist der Boden hinter den Häusern verlegt. Abgeschirmt werden nicht nur die Häuser und ihre Bewohner, auch die Autos stehen jetzt hinter Gittern. Für sie sind noch Plätze frei. Man kann nicht mehr hier quer rüberlaufen, wie das früher üblich war. Wie die Kinder den ganzen Wackenberg in Besitz genommen hatten. Natürlich haben sie hier oben, kriegen sie jetzt wieder einen Spielplatz. Aber auf dem Spielplatz spielen ist ja nur was für ganz kleine Kinder. Und alles andere findet ja zwischen den Häusern im Wald und überall statt. Diese Fläche, diese gesamte eingezäunte Fläche wird jetzt aus dieser Spielfläche rausgenommen. Sie ist zu nichts mehr nütze. Sie ist ganztägig abgeschlossen, nur für diese Blechkoffer, die tagsüber dann auch nicht da sind, sondern nur nachts da stehen. Ein paar Hinterhöfe weiter, die gleichen ehemaligen Kasernengebäude, aber im Besitz der Siedlungsgesellschaft. Wie es sein könnte, das sehen wir zum Beispiel hier. Die Leute, die in dem Haus wohnen, haben den Hof ein bisschen umgestaltet. Wir sehen hier zum Beispiel den Sommerpavillon, der im Moment halt abgedeckt ist. Dann der Wartenpark, in dem die Leute das Material, was sie irgendwo finden, oder Holz, was sie im Wald gesammelt haben, nach Hause fahren. Man sieht daran, wie die Leute darauf angewiesen sind quasi. Dann haben wir hier die Wäscheleine. Und dann geht es hier weiter mit den Bänken rüber in einen Bereich mit Kinderspielplatz für die Kleinsten. Also eine Situation, wie man sie sich eigentlich wünscht, wenn man in einem großen Haus wohnt und die Kinder, die kleinen Kinder, unter Aufsicht spielen lassen kann, während ja die größeren Kinder außerhalb im Wald oder in den Garten spielen. Vorm Haus. Hier hat noch niemand Eisenpfosten in die Gartenmauer betoniert. Diese Mauer auf dem Wackenberg, das ist eine Institution. Das ist ein sozialer Ort, das ist der Ort, wo die Wackenberger zusammenkommen. Die ist ideal gebaut, die ist so hoch wie ein Stuhl. Die liegt gut besonnt, die sind jeweils an den Hauseingängen. Mit anderen Worten, das ist der Ort, wo die Wackenberger sich treffen. Hier kann keiner mehr auf der Mauer sitzen. Was der Zaun wohl gekostet hat, denkt Joachim Güth. Und was man mit dem Geld hier auf dem Wackenberg hätte Sinnvolles machen können?